Diese Filament-Trockenbox trägt ca. 10 bis 11 cm auf und ist eigentlich störend, wenn ich den Drucker an die Wand schieben möchte. Dafür habe ich mir jetzt ein Brett gefräst, wo die Trockenbox später reingestellt werden kann. Da die transparente Abdeckhaube des Quidi X Plus 3 nicht gerade eine Design-Ikone ist, habe ich mir eine Plexiglasscheibe zugeschnitten und daran zwei Aufklebebänder gemacht. Beim Drucken von bestimmten Filamentarten, zum Beispiel PLA, empfiehlt Quidi sowieso, die Tür und die Abdeckhaube offen zu lassen. Durch die flache Plexiglasscheibe mit den Scharnierbändern ist das jetzt bequem zu bewerkstelligen. Die blauen Schläuche, die das Filament führen, habe ich ausgetauscht gegen transparente Schläuche, damit ich besser sehen kann, wo sich das Filament gerade beim Einschieben oder Herausziehen befindet. Um den Druckvorgang über das WLAN-Netzwerk überwachen zu können oder einfach nur um Timelapse-Aufnahmen zu erstellen, habe ich mir eine Full-HD-Webcam außerhalb des Arbeitsraums installiert. Das USB-Kabel habe ich außerhalb des Gehäuses durch das Schutzblech auf der Rückseite des Druckers durch einen der Schlitze geführt und auf das Mainboard auf einen freien Port installiert. Der Drucker hat die USB-Webcam sofort erkannt und hier in der Fluid-Oberfläche kann man schon ein Bildschirmfoto sehen, allerdings nur in einer Auflösung von 640x480 Bildpunkten. Daher muss ich in der webcam.txt-Datei diese Werte noch auf 1920x1080 Bildpunkte ändern. Nach dem Speichern und Neustarten ist die volle HD-Auflösung jetzt in der Fluid-Oberfläche sichtbar und ich kann auf allen meinen Geräten im WLAN-Netz den Druckvorgang überwachen.